Krankengeldanspruch sichern, warum eine Teilrente als Altersrente bei Hinzuverdienst sinnvoll sein kann. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Viele Menschen haben oder hatten im Jahr 2021 erstmals eine Altersrente bezogen. 2022 werden es wieder hunderttausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Selbstständige sein, die eine vorgezogene Altersrente vor der Regelaltersgrenze in Anspruch nehmen werden oder auf Antrag erhalten werden. Und daneben die günstigen Hinzuverdienstregelungen neben einer vorgezogenen Altersrente von 46.060 Euro im Jahr 2022 nutzen werden. Eine vorgezogene Altersrente ist eine Altersrente vor Erreichen des Lebensalters der eigenen Regelaltersgrenze oder Vollendung dieses Lebensalters. Eine Altersrente kann ich mir aus verschiedenen Gründen entweder als volle Rente oder aber auch als Teilrente auszahlen lassen. Die Untergrenze bei einer Teilrente ist 10%. Oft fragen uns Versicherte oder Rentenbezieher, ob es nicht sinnvoll sei, vor Erreichen der Regelaltersgrenze eine 99% Teilrente ihrer eigenen Rente, ihrer eigenen Altersrente zu wählen. Und es gibt viele Gründe, warum man das macht, das hatte ich eingangs schon erwähnt. Und ein wichtiger Grund ist der sogenannte Teilrententrick, um den Krankengeldanspruch zu sichern. Wenn Sie also als Arbeitnehmer weiter neben der Rente SV-pflichtig arbeiten, also nicht Minijob, dann bleiben Sie in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung versicherungspflichtig. Von Ihrem Bruttoeinkommen wird Ihr Anteil am Kranken- und Pflegebeitrag abgezogen. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Sie werden für 4 Monate arbeitsunfähig krank bei Rentenbezug, weil Sie sich bei einem Sturz das Bein gebrochen haben. Sie beziehen neben dem Arbeitsentgelt eine volle Altersrente. Und Sie denken, es geht alles seinen gewohnten Gang. Und das ist ein ganz großer Irrtum. Sie werden zwar die ersten 6 Wochen bei Ersterkrankung oder nach dem Ersterkrankungsereignis wie gewohnt Entgeltvorzahlung vom Arbeitgeber erhalten. Danach sollte aber das Krankengeld von der Krankenkasse losgehen oder bezahlt werden. Und diese wird nicht zahlen. Denn Ihre Krankenkasse wird Ihnen mitteilen, dass die Zahlung von Krankengeld ruht, solange Sie eine volle Altersrente beziehen. Das ist Rechtslage. Das heißt, Sie bekommen von Ihrer Krankenkasse kein Krankengeld gezahlt, obwohl Sie mit Ihrem Arbeitseinkommen fleißig in die Krankenversicherungssysteme mit Ihren Beiträgen eingezahlt haben. Und deshalb sagen wir als Rentenberater, denken Sie doch mal darüber nach, ob Sie bei Rentenbeginn oder davor beim Antrag nicht ganz einfach statt der vollen Altersrente die 99% Teilrente Ihrer Altersrente beantragen. Mache ich mal an einem ganz einfachen Beispiel, was das für eine Auswirkung hat. Sie sind Arbeitnehmer und beantragen zum 1. Februar 2022 eine 99% Teilrente als vorgezogene Altersrente. Mit oder ohne Abschlag ist völlig egal. Sie wollen weiter neben der Rente normal arbeiten und ab Rentenbeginn nicht mehr als die 46.060 Euro dazu verdienen. Also ab dem 1.2.2022 gehen Sie ganz normal weiter arbeiten neben dem Rentenbezug und kriegen Ihre 46.060 Euro bezogen auf das gesamte Jahr 2022. Und am 15.03.2022 werden Sie arbeitsunfähig krank, beziehen 6 Wochen Entgeltvorzahlung vom Arbeitgeber, also vollen Lohnausgleich, und Sie stellen dann nach 6 Wochen einen Antrag bei Ihrer Krankenkasse auf Zahlung des Krankengeldes. Jetzt ist die Frage, muss die Krankenkasse hier ihr Krankengeld zahlen? In dieser von mir gewählten Fallvariante auf jeden Fall. Denn Sie beziehen eine Teilrente, 99%. Und Sie werden sich natürlich jetzt fragen, wird die Rente nicht an das Krankengeld angerechnet? Und da gibt es wiederum 2 Fallvarianten. Wenn der Krankengeldanspruch erst nach dem Bezug der Rente besteht, dann gibt es keine Anrechnung. Das heißt, in unserem Beispiel, Sie beziehen seit dem 1.2.22 eine 99% Teilrente. Die Krankheit tritt am 15.03.22 ein. Das heißt also, Sie erhalten Ihr volles Krankengeld plus volle Rente ohne Anrechnung der Rente an das Krankengeld. Diese Regelung gilt auch dann, wenn taggenau die Teilrente und der Anspruch auf das Krankengeld entsteht. Also wenn zum Beispiel der Anspruch auf die Teilrente am
1.4.2022 entstehen würde und Sie würden auch zum 1.4.2022 einen Anspruch auf Krankengeld haben. Genau in dieser Fallkonstellation würden Sie auch anrechnungsfrei die Rente und das Krankengeld bekommen können. Ob Sie das genießen können, ist eine andere Frage. In der zweiten Variante, der Krankengeldanspruch entsteht vor der Teilrentenzahlung. Das heißt also, in dieser Fallvariante wird das Krankengeld Ihnen gekürzt gezahlt. Also unter Anrechnung mit der Teilrente. Für unseren Fall ist es relativ einfach. Stellen Sie sich Folgendes vor, Ihre Rente beginnt am 1.2.2022 und Sie beantragen dort einen Teilrentenanspruch, aber Sie waren schon vorher krankgeschrieben. Und in dieser Fallkonstellation beginnt der Krankengeldanspruch vor Rentenbeginn und deshalb werden Sie eine Anrechnung der Rente an das Krankengeld erleben dürfen und das müsste Ihnen auch die Krankenkasse dann auch so berechnen. Damit ist jetzt für Sie klar, dass es sich durchaus lohnen kann, zum Beispiel eine 99% Teilrente zu wählen, um bei Fortgang des Arbeitsverhältnisses Krankengeld von Ihrer Krankenkasse zu bekommen. Wer aber erst nach Beginn des Krankengeldanspruchs eine Teilrente erhält oder beantragt, muss sich diese Rente an das Krankengeld anrechnen lassen. Daher empfehle ich, in solchen Fällen genau zu rechnen, ob sich die Teilrente dann auch wirklich lohnt. Ob es sich lohnt, um den Krankengeldanspruch zu erhalten oder zu generieren, eine Teilrente zu beantragen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.